Max Walscheid, wenn ich es richtig gesehen habe, war es das erste oder zweite Pavé. Es ging drauf und dein Arm ging nach oben und du hattest defekt. Habe ich das richtig beobachtet? Genau, also ich bin eigentlich auf dem ersten Sektor super gut draufgefahren. Mein Team hat mich gut platziert. Ich musste jetzt nicht besonders viel Energie investieren und war Hinterrad von Küng, Position 10, 15 ungefähr. Und ist mir leider die Kette runtergefallen, auch in die dumme Richtung, nämlich Richtung Rahmen, also zwischen Kettenfänger und Kettenblatt. Ich habe dann auf dem Pflaster während der Fahrt runtergegriffen und habe es irgendwann geschafft, sie wieder drauf zu kriegen. Aber zu dem Zeitpunkt bin ich dann von vorne auf Position 100 oder sowas zurückgefallen. Und im Prinzip war das schon rennentscheidend. Danach hatte ich noch zwei platte Reifen, die waren auch nicht ideal. Aber die Entscheidung ist da schon gefallen, als vorne die, ich weiß nicht, 40 Mann vielleicht weggefahren sind. Und da hätte ich normalerweise Pech dabei gewesen. Thanks, man. Ist vermutlich eine Situation, wo man am liebsten, keine Ahnung, den Lenker abbeißt oder so. Wie bist du damit umgegangen? Hast du gesagt, Mensch, das Rennen ist noch so lang, alles geben? Oder kann man in so einer Situation gar nicht nachdenken? Also ich muss ehrlich sagen, dass ich intuitiv schon gedacht habe, dass es jetzt ganz, ganz schlecht ist. Um mich rum waren noch ein paar gute Fahrer, Oliver Nasen, Alexander Christoph zum Beispiel. Und ich hatte schon die leise Hoffnung, dass deren Team sich vielleicht nochmal zusammenspannen, um vorzufahren, aber es war von Anfang an kein richtiger Drive in der Gruppe. Mein Teamkollege Durbridge hat nochmal sein Bestes gegeben und ich habe mich auch gut gefühlt, wenn der Abstand ein bisschen geschmolzen wäre und vielleicht Richtung 30 Sekunden, dann hätte ich mir zugetraut, vielleicht mit ein bisschen Glück und den Autos zwischendrin nochmal nach vorne zu springen, aber das ist letztendlich nie passiert und war ein langsamer Tod. Also wir waren zuerst noch auf Tuchfühlung, dann ist die Lücke immer größer geworden. Spätestens bei 2 Minuten weiß man, wenn jetzt kein Wunder passiert, dann ist gelaufen. Wusstest du immer, wie weit die weg sind? Ja, wir haben ja Matt Heyman im Auto und ich würde sagen, das ist der beste sportliche Leiter, den ich bisher erlebt habe. Der hat absoluten Überblick, trotz spärlicher Informationen und der hat mich sehr, sehr gut gecoacht. Wenn du sagst, du hattest die Beine, um mitzumachen, wie lange wird das jetzt dauern, bis du das Rennen abhakst und sagst, ich freue mich aufs nächste Jahr? Heute. Danke.